Willkommen zurück zu Pokémon, die blattgrüne Edition. Wir befinden uns hier in der Küche der MSN, in der, tut mir leid, nicht Küche, ne, das ist ein Schiffchen, da heißt es Kombüse, genau. Und die Smoothies hier, die werden bestimmt irgendwas aus dem Weg, du Leuchtmatrose. Wir sind schwer beschäftigt. Ja, sehe ich. Schwer beschäftigt beim Hin- und Herlaufen, nicht wahr? Kann ich auch. Bin ich jetzt auch schwer beschäftigt, ja? Nee. Okay, hier haben wir einen Superball. Aha, alles klar. Habt ihr was zu essen für mich? Im Abfalleimer habe ich eine merkwürdige Beere gesehen. Ich frage mich, was das genau war. Na, guck ich mal, ne? Ich wühle gerne Müll. Hallo? Ich bin der Chef der Cuisine. Der Abgang ist Muschel-Ragout. Die Gäste werden es lieben. Alles klar. Was sagst du? Es gibt so viel zu tun. Nie kann ich mich ausruhen. Das ist ja eine Frechheit. Da müsste man deinem, wie heißt der? Chef de Cuisine Bescheid sagen, ja? Dass du Pause machen willst, so. Was ist denn hier drin? Eine Pirsifbeere. Wer packt denn eine Pirsifbeere in den Müll? Hallo? Was habe ich nur verbrochen? Ich muss immer noch einen Apfel schälen. Ja, armes Ding. Eine Amrena-Beere. Aha, wer schmeißt denn diese Beeren weg? Hallo? Hast du schon von Relaxo gehört? Es schläft und frisst den ganzen Tag. PS, Relaxo ist mein Lieblings-Pokémon. Das ist einfach so geil. Wie Heather schon gesagt hat, ne? Es schläft und frisst den ganzen Tag. Und das ist ganz, ganz mein Lebensschema. Wenn ich gerade nicht irgendwie an der Konsole sitze, schlafe ich oder fresse ich. Ja, und Relaxo ist einfach so schön dick und kuschelig und weich und das ist so süß. Kawa hat Maron-Beere gefunden. Wer schmeißt diese Beeren weg? Wer bist du denn? Ja, muss ich die Zwiebeln schälen. Oh Mann, also hey, die armen Teufel, ne? Die drei hier, obwohl, nee, eigentlich nur die zwei. Kartoffeln schälen, Zwiebeln schälen. Du Sklaventreiber, du. Und der hier kann keine Pause machen. Und der hier ist schwer beschäftigt. Und also. Aber ich vermisse hier noch ein Item. Das riecht lecker. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Ja, super. Es riecht lecker. Jemand hier muss gekocht haben. Wer wohl? Ich habe keine Ahnung. Gut, kämpfen tun sie nicht. Sie haben auch keine Überreste für mich. Tja. Dann halt nicht. Okay, gehen wir mal ins Oberdeck, ne? Da läuft ein Matrose rum. Dieses luxuriöse Traumschiff fährt exklusiv für Trainer zur See. In jedem Hafen besuchen uns ausschließlich geladene Trainer. Ja, ich bin total geladen. Geladen mit Adrenalin. Und ich will Leute bekämpfen. Auf all meinen Reisen habe ich nie ein solch verschlafenes Pokémon gesehen. Achtung! Es sieht ungefähr so aus. Relaxo! Ach, ist das nicht goldig? Guck da mal! Ah! Wie ein Trampolin oder so eine Hüpfburg, ne? Mit dem dicken Bauch da. Ah, so süß! Hallo? Ja, endlich will mal jemand kämpfen. Schau dir an, was ich an Land gezogen habe. Toulontroddy! Na, da guck mal. Gucken wir mal. Angler Albin. Was ist denn Albin? Ein Goldini, okay. Ich weiß gar nicht mehr, was ich vorne habe. Ach so, die Lori, alles klar. Ja, dann machen wir mal einen Windstoß, ne? Mal gucken. Ja, mehr als die Hälfte, wunderbar. Nassmacher, Mensch. Macht der hier einfach die Gegend nass? Ich habe eh kein Feuer-Pokémon, da hat das eigentlich relativ wenig gebracht. Und auch wenn ich ein Feuer-Pokémon hätte, ne? Ich würde wahrscheinlich kein Feuer-Pokémon gegen Wasser-Pokémon einsetzen. Also, ja. Ich weiß auch nicht. Hättest du Pflanzen-Pokémon, die du dann später benutzen könntest, dann wäre das ja... Warum denn schon wieder? Also manchmal verstehe ich diese NPCs einfach nicht. Tut mir leid, nein. Verstehe ich nicht. Ruckzuckieb! Bam! Okay. Ein Superschall, der glücklicherweise daneben geht. Und ein Ruckzuckieb. Und der Sieg. Yeah! So, was hast du jetzt? Ein Tentacher. Da werde ich austauschen. Ach komm, nehmen wir mal Lataria.
Lataria kann ja wahrscheinlich auch mit Tentacha umgehen. Und Lataria muss trainiert werden. So, Konfusion. Na, jawohl. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und ein Superschall, der wieder daneben geht. Ha. Du solltest dich nicht so auf den Superschall verlassen, mein lieber Angler. Der ist sehr unzuverlässig. Okay, cool. Okay, das war's für mich. Tschüss. Jo, bis dann. Hauste, ne? Okay, cool. Dann haben wir hier einen Gentleman, der nicht zulassen will, dass ich dieses Item klaue. Der Wettstreit mit der Jugend hält mich jung. Ja, dein Bart sagt aber was anderes. Und deine grauen Haare. Tanko. Aha. Oh, ich sollte vielleicht auswechseln. Das würde nicht gut enden für Lori. Veronika, los geht's. Und dann gibt es eine Intensität. Schaufler ist vielleicht keine gute Idee, deswegen Intensität Nummer 7. Und jawohl, One-Hit. Ich liebe es. Und Level 22 für Veronika. Yay. Fein. Haben wir's mit Gentleman Tanko. Ah! Da will man sich. Achso, Moment. Das war kein Schmerzens-Ah, das war ein. So ein Seufzer-Ah. Moment. Da fühlt man sich gleich jünger. Jawohl. Ah, diese Gentlemans. Moment. Diese Gentlemans, die geben so viel Kohle. Das ist wunderbar. Ein Sternstaub. Dankeschön für den Sternstaub. So, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das, was nachher passieren wird, hier passiert. Oder ein Stockwerk drüber. Das weiß ich nicht. Hallo? Pokémon können Büsche mit dem Zerschneider klein hacken. Aber vergiss nicht, Zerschneider ist eine VM. Wer sie einmal gelernt hat, kann sie nicht so einfach vergessen. Okay, hallo? Ich habe schon Leute auf Pokémon übers Wasser gleiten sehen. Ja, das muss ich auch später machen. Aber dafür brauche ich einfach ein Wasser-Pokémon, ne? Hallo? Wo warst du, als die Party lief? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, tut mir leid. Göre. Oder wolltest du unbedingt, Olivia, dass ich mit dir auf dieser Party gewesen wäre, ja? Ich glaube, die mag mich. Okay. Ein Radfratz. Ja. Da machen wir auch kurz einen Prozess. Zwei Windstöße. Und dann war's das. Und Lady Lori erreicht Level 22. Yeah. Ist ja Wahnsinn. Und ein Pikachu. Ja, da muss ich leider austauschen. Zu Veronika. Also Veronika ist so nützlich, ne? Ich find's gut, dass Veronika bei uns ist. Ich bereue nicht, dass wir Markus bei der Pension abgeliefert haben und dafür Veronika ins Team aufgenommen haben. Sie erweist sich immer wieder als sehr wertvoll. Oh ja. Bam. Sehr schön. 315 EP und ein Sieg und mach langsam. Okay. Nee. X-Angriff, okay. Ich räume hier einfach eure ganzen Kabinen aus. Ne? Alles, was da lose ist, nehme ich einfach mit. Was magst du lieber, starke oder seltene Pokémon? Das Erstere. Aber meistens sind die starken Pokémon die seltenen Pokémon, ne? Ein Hündchen wieder. Oh, der ist so süß. Ah, niedlich. So, wir machen einen Windstoß. Ja, okay. Brüller. Hoffentlich kommt jetzt was Gutes. Ja. Okay. Passt schon. Veronika hätte ich besser gefunden. Aber wie gesagt, passt. So, noch ein Donnerblitz und dann war's das für das Fukano. Was hast du noch dabei? Vielleicht noch ein Fukano, ja? Dann kann ich Veronika wieder rausholen.
ein Ponita. Ach, wie schön. Oh. Guck doch mal. Das Ponita. Komm raus. Ich will dich sehen. Du bist so, so, so zauberhaft. So magisch. So. Wisst ihr? Ein Feuerpferd. Voll süß. Ja, das muss jetzt sein. Tut mir leid. Ah, armes Ponita. Ich muss mir auch irgendwann Ponita fangen. Auf jeden Fall. Ich ziehe meinen Hut vor dir. Wow. Okay. Haben wir das? Die nächste Kabine bitte. Ja, okay. Das passiert hier. Was hier gleich passiert. Also, was auf dem Schiff passiert, passiert hier auf dieser Station. Station. Auf diesem Stockwerk. Auf dieser Etage. Mein Papa war mit mir in der Safari-Zone. Es war aufregend. Okay. Hast du die Safari-Zone in Fuxania City schon besucht? Es gibt auch sehr seltene Pokémon. Ja, das muss ich noch machen und das werden wir auf jeden Fall noch machen. So, gehen wir nochmal hier rein. Hallo? Kein Kampf? Der Kapitän war kreidebleich. Er sah schlecht aus. Viele Leute werden leicht seekrank. Ja, aber ein Kapitän, der seekrank wird, also, ja, ich weiß nicht, ne? Ob das so gut ist. So, dann gehen wir nochmal hier auf, wie heißt das noch? Ich weiß es nicht. Der Kapitän ist der Meister des Schwertkampfes. Er unterrichtet sogar Pokémon im Umgang mit dem Zerschneider. Genau. Wie nennt man das? Auf dem Deck? Ich glaube schon. Oh, ein Matrose, der kämpfen will. Ahoi! Bist du seekrank? Nee, bin ich nicht. Ja, wie auch. Ich meine, das Schiff, ne, das bewegt sich ja nicht. Matrose Titus mit einem Macholo. Wie kann man seekrank werden, wenn das Schiff sich nicht bewegt? Ja gut, es wackelt vielleicht, wenn es da steht, so ein bisschen, ne, wegen dem Wellengang und sowas. Aber wir sind hier in einem Hafen. Da ist nicht viel Wellengang. So. Okay, das Macholo ist Geschichte. Ein Tentacher wieder. Da hole ich mal wieder Lataria raus. Für die Konfusion, ne? Ich kann leider Lataria momentan nur bei Gift-Pokémon und Ähnlichem benutzen. Weil Lataria eben nur Konfusion kann. Das ist das Problem. Ja! Ja! Diese Genugtuung. Ein verwirrtes Tentacher. Ah, okay. Jetzt wisst ihr vielleicht, warum ich Genugtuung meinte, weil Tentachas einfach immer die eigenen Pokémon verwirrt. Verwirren lässt. Verwirrt war schon richtig, ja. Verwirrt, genau. Und dann passiert das und ich kann nicht angreifen und deswegen habe ich mich so gefreut, als Tentacha verwirrt wurde. Aber leider hat es wenig gebracht. Treff. Greif an. Mann, warum nicht? Ich hasse den Taras. Ich hasse den Taras bis aufs Blut. Jede Runde, die ich verwirrt gewesen bin, habe ich mich selber verletzt. Ah, danke schön. Und jede Runde, die Tentacha verwirrt gewesen ist, hat es die Verwirrung überstanden. Das ist doch... Tentacha sind solche Trolle, ne? Das ist unglaublich. Blöder Matrose. So, hallo? Sperrstunde. Die Party ist vorbei. Das Schiff sticht bald in See. Genau, da muss ich schnell runter. Brrr, ich fühle mich elend. An der frischen Luft fühle ich mich besser. Mhm, okay. Auch ein seekranker Herr. Puh, ich werde das Deck... Ja, es heißt Deck. Wunderbar. Ich werde das Deck wohl nie sauber bekommen. Musste arbeiten, dann geht das schon. Hey! Wie wäre es mit einem Tänzchen? Nee. Nein. Die Party ist doch schon rum. Haben wir jetzt schon mehrmals gehört. Matrose Monty. Da wird nicht getanzt. So, Windstoß. Und dann ist das Macholo auch schnell kaputt. Da war es auch mit diesem Tänzchen. Ich kann doch gar nicht tanzen. Ich kann mich nur irgendwie
rhythmisch im, ja, im Takt bewegen. Aber ja, das sieht nicht gut aus. Und manchmal ist es auch gar nicht rhythmisch. Dann wackel ich nur mit den Armen oder so. Ja, das empfinde ich als Tanz. So, Peter, ein Donnerblitz bitte. Hat leider nur einen Donnerschock. Ich will, dass du einen Donnerblitz erlernst. Mann. Vielleicht kriegen wir es ja als TM von der nächsten Arena, ne? Wenn wir den Arenaleiter besiegt haben. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wer weiß. So, Monty ist besiegt. Ich bin beeindruckt, ja? Hat dir das Tänzchen gefallen, ja? Okay. Ich bin der König der Welt. Ach, schön. Wer kennt die Szene aus Titanic? Nein, ich werde mein Pokémon jetzt nicht heilen. Mit Gegengift. Ich habe ja hier dafür diese nette Dame. Die macht das schon. Hallo. Jawohl. Sehr, sehr gut. Dann können wir ja jetzt dahin gehen, wo wir jemanden treffen. Ich hoffe, ich bin dafür bereit. Moment, ich muss dafür ein Pokémon nach vorne setzen. Am besten Veronika. Ja, genau. Am allerbesten Veronika. Ich bin gerade mal die Pokémon durchgegangen. Wer ist das denn? Sieh an! Kavo, ich wusste, ich würde dich hier treffen. Kavo hat mir dich tatsächlich eingeladen. Wie kommst du mit deinem Pokédex voran? Ich habe bereits 40 verschiedene Pokémon gefangen. Es gibt eine riesige Vielfalt an Pokémon. Versuch dein Glück in hohem Gras. Das ist doch keine Herausforderung. Versuch dein Glück im hohen Gras. Kampf. Nein. So, ein Tauboga, das mit Steinchen beschmissen wird. Oh nein, ein Sandwirbel. Das ist nicht gut. Oh, treff. Letztens hast du doch auch getroffen. Ja, ein Volltreffer, okay. Wenn ein Volltreffer so viel ausrichtet... Treff doch! Mann! Wenn ein... okay. Wenn ein Volltreffer so viel ausrichtet, dann ist schon in Ordnung. Dann brauche ich mir keine Sorgen zu machen über normale Treffer. Ja, geht doch. Und die Initiative ist gesunken. Noch ein Felsgrab. Hoffentlich triffst du. Immer diese Sandwirbel, ne? Treff doch bitte! Treff! Ich will jetzt niemanden austauschen, also einwechseln. Obwohl, eigentlich könnte ich ja... okay, gut. Eigentlich hätte ich ja zu Peter auswechseln können, aber... Nee, ich bleib mit Veronika drin. Ja, Veronika motzt jetzt... Das komplette Team. Das komplette Team von Günni. Wenn jetzt zum Beispiel ein Clutexo kommt, genau, dann muss ich mit Veronika drin bleiben. Und werde jetzt einen Schaufler einsetzen. Oh, Leute! Was habt ihr denn mit meiner Genauigkeit ständig? Das ist ja das. Oh, oh, oh. Du kannst Metallklaue. Und ich treffe, das ist Wahnsinn. Okay, sehr gut. Das mit der Metallklaue, das hätte böse werden können. Aber okay. Wenn es eng wird, ist ja auf... Moment, was nehme ich? Ich nehme mal Daniel. Soll ich? Ja, komm. Wenn es eng wird, ne, dann ist auf meine Pokémon Verlass. Und dann trifft Veronika ihr Schaufler. Sogar nach zwei Sandwirbeln und einer Rauchwolke. Raub! Zeig mal, hast du was? Nein, du hast leider nichts. Aussetzer. Okay, wunderbar. Hyperzahn. Jawohl. Sehr gut. Und Level 21. Jawohl. Ah, das ist schön. Seht ihr, wenn man erstmal so ein bisschen ein Team aufgebaut hat? Ja, Radikal gegen Radikal, da bleibe ich drin. Wenn man erstmal so ein bisschen ein Team aufgebaut hat, ne? Dann ist auch
ja, so ein Gegner wie Günni auch eigentlich keine große Herausforderung mehr, ne? Damals vor Azuria City, da war das Team ja noch nicht so wirklich, ja, noch kein wirkliches Team, ne? Oh, jetzt habe ich gar nicht gelesen, was er gesagt hat. Aber jetzt, denke ich mal, kann Günni uns nie wieder besiegen. Es soll angeblich ein großer Meister im Umgang mit dem Zerschneider an Bord sein. Aber da war nur ein seekranker alter Mann. Der Zerschneider ist äußerst nützlich. Du solltest den alten Mann besuchen. Ciao! Da 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 da. Ach, Günni. Du bist immer wieder gut drauf, hä? Hallo? Oh Gott, es geht mir gar nicht gut. Kavo massiert dem Kapitän den Rücken. Rubbel, Schrubb. Rubbel, Schrubb. Ah, ich danke dir. Es geht mir schon viel besser. Ei. Möchtest du den Umgang mit dem Zerschneider lernen? Ich könnte es dir beibringen, aber mir ist so übel. Genau, nimm einfach das hier. Damit bringst du deinem Pokémon den Umgang mit dem Zerschneider ganz leicht bei. Yay, der Zerschneider, hurra! Wenn du den Zerschneider einsetzt, kannst du kleine Bäume fällen. Probier es doch bei den Bäumen um Orania City aus. Ich habe statt Bäume, habe ich Pokémon gelesen. Ich weiß nicht wieso. Okay, mache ich. Was ist denn hier drin? Bäh, manche Dinge macht man besser nicht. Was denn? Wenn einem übel ist, muss man das machen, was man machen muss. Eine Karte? Ja, eine Karte. Die Kanto-Region. Schön, ne? Und das Schiffchen, das tutet mit seinem Nebelhorn. Das ist unser Signal, hier rauszugehen. Denn gleich lichtet die MSN ihre Anker. Und macht sich auf die Reise. Auf die Reise um die Welt. Ich würde liebend gerne mit diesem Schiffchen mal fahren, ne? Ich weiß nicht, wohin das führt, also wohin es fährt, das Schiffchen. Aber klingt auf jeden Fall sehr schön, so eine Weltreise. So, hier mache ich jetzt eine Pause. Werde dann in der nächsten Folge einem Pokémon Zerschneider beibringen. Wahrscheinlich wird es daraus hinauslaufen, dass Daniel den Zerschneider erlernt. Und dann werde ich mich an die Arena machen. Yay! Hurra! Bis zur nächsten Folge. Bis dann.